Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TSV Hannover Burgdorf. Halbzeitstand war 15:16, das Endergebnis dann 34:28. Das alles vor den Augen von vor 4000 Zuschauern. Wie immer gebührt das erste Statement dem Gästetrainer, in diesem Fall Carlos Ortega. Hello, for me it's best in English. First of all, congratulations to Erlangen. I think they were better in general. And the thing was clear, and I think our defense was today really, really, really bad. We have a lot of problems, especially in the middle. And we had not too much change to do. I think the team didn't play bad in attack during some moments. There were two as well, important moment where we were two goals up and we were one less player that we missed the ball when we are going to recover the player in the 1 second later. We missed 4 or 7 meters as well, so it's difficult to to beat a team like Erlangen at home. I think there is no more thing to study. No? One more time, congratulations for them. We should wake up because next week we have other match. We should improve our defense that usually until this season have been working really good, but today, unfortunately, not. Thank you. Atli, wie hast du das Spiel deiner Mannschaft gesehen? Ja, guten Abend. Also ich bin heute, also danke für die Gratulation, Carlos. Ich bin heute natürlich sehr stolz auf das Auftreten von meiner Mannschaft. Ich bin sehr stolz auf die Leidenschaft, auch die Präzise, die wir heute einige Sachen umgesetzt haben. Auch in schwierigen Phasen, wir haben sehr stark angefangen. Wir haben dann auch natürlich von der Qualität von Hannover einige Probleme gehabt, was die Deckung betrifft. Wir haben zu viele einfache Bälle über das Zentrum in der Phase bekommen. Aber am Endeffekt muss ich meine Mannschaft heute einfach für eine Charakterstärke, es war egal, wer heute reinging, das war egal, wer heute da war. Wir waren alle mit Feuer in den Augen, wir waren jeder präsent, wir waren alle bereit. Und wir waren heute ein richtig, richtig tolles Team und ein Kollektiv. Und nur so ist der Weg nach vorne für uns. So, ich will mich wenig über irgendwelchen taktischen Dingen oder sowas ansprechen. Meine Mannschaft gilt Kompliment durch die ganze Linie. Egal, ob die gespielt haben oder auf der Bank waren, das war eine sensationelle Mannschaftsgeist, die wir heute gesehen haben. Und dafür bin ich heute immens braut oder stolz auf, was geleistet war. Vielen Dank. René, wie lautet dein Fazit zum heutigen Spiel? Ja, natürlich auch von mir. Hallo und vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, die Mannschaft und jeder hier im HC Erlangen hat sich das heute wirklich verdient, weil über Wochen, über Monate so viel harte Arbeit wurde heute wirklich belohnt. Die Jungs haben Adli hat das vollkommen zu Recht gesagt, sensationelle Leistung auf die Platte gebracht, haben sich trotz aller Widrigkeiten nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da gab es einige Punkte, die dazu hätten führen können. Gerade gegen Göppingen zuletzt gab es ja auch schon einige Probleme an dieser Stelle. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz, wie die Mannschaft das gelöst hat, wie sich wirklich jeder hier präsentiert hat, von der Körpersprache her, von seinem Einsatz her. Das war wirklich über 60 Minuten eine herausragende Leistung. Und ich glaube, wir haben ja wirklich auch eine nicht nur sensationelle Leistung, sondern auch Sensation an sich, was das Ergebnis angeht, hier erreicht. Hannover nicht umsonst auf dem 4. Tabellenplatz beziehungsweise 5. Tabellenplatz gewesen. Das war eine Top-Mannschaft, die wir hier heute besiegt haben. Und ja, wie gesagt, wirklich der verdiente Lohn für die harte Arbeit. Und ich möchte mich wirklich auch bei jedem einzelnen Zuschauer bedanken, der heute in der Halle war. Das war eine unfassbare Stimmung, die wir heute hier in der Arena hatten. Und ja, ich freue mich absolut auf das nächste Heimspiel gegen Wetzlar oder unser Topspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das wären nochmal richtige Highlights, die wir hier haben. Und ja, herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der uns diese Atmosphäre möglich gemacht hat. Und auch von mir Glückwunsch an die Mannschaft zu dieser tollen Leistung. Dankeschön. Ja, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Philipp Rose, Nürnberger Zeitung. Mr. Ortega, in the beginning, I had the impression that your
team took the match serious, but not seriously enough. Were your players surprised by the energy of Erlangen? We had a lot of problems this week for prepare the match. Kai was out all the week. We have four more players, Calafoot, Patrail, Pavel Atman, and Trunar Karason out. So we were working with the players that we have, with two pivots. No? I were waiting. I have doubts if Erlangen is going to start with 6-0 or 5-1, but I was sure they are going to use both. And usually to play with two pivots with 6-0 is a little bit more difficult, but didn't work really bad. The real problem was our defense for the minute zero. No? We cannot ask as well that the goalkeeper save when we are not helping them. No? So when they broke the match with four goals after the timeout, Kai came to the match. We start to play even better in attack. The defense was a little bit better because the goalkeeper saved two or three balls. And then we come into the match. And the second one, they were good. Our defense was really, really bad, especially the three and fourth position. And maybe two, we arrived really, really tired. No? We couldn't change too much, or like we used to change with other players, because today we didn't have players. No? But this is not an excuse. I think they deserve the victory. And we should look for ourselves, because I didn't expect our performance today in defense. No? I said if we have chance today, we should be really, really good, like last matches in defense, to get the victory. Because if not, we are going to have problem, because we don't have too much people in attack, no, as well. No? Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Adli, wir haben hier oft gesessen und darüber gesprochen, was mit der Mannschaft los ist bei Heimspielen, dass sie irgendwie sich zu viel Druck aufladet oder auflädt. Heute war es ganz anders. Heute ist die Mannschaft ganz anders aufgetreten wie vielleicht noch nie in der Saison bei einem Heimspiel. Woran machst du das fest? Ist es vielleicht die Situation, vielleicht die verletzten Situation, dass man so eng aneinander geruckt ist und jetzt wieder mehr Leute zur Verfügung war? Ist es vielleicht auch das Lübecker Spiel, das ein bisschen Energie in der Schlussphase freigesetzt hat? Oder woran machst du das fest? Das sind viele Punkte und ich glaube, das Antwort ist auch komplex. Das ist eine sehr komplexe Frage und es kommt vieles zusammen, sehr, sehr vieles. Und ich glaube, ich will gar nicht über die Gründe. Wir haben heute einfach ein sensationelles Spiel gemacht. Wir haben eine sehr, sehr, sehr starke Leistung kollektiv gemacht. Und ich will nicht über Hemmung oder Probleme oder sonst was sprechen. Das war heute gut, das war ein Schritt. Nun mussten wir den nächsten machen. Aber warum? Weshalb? Das ist albern, darüber zu sprechen. Es geht einfach darum, das war heute gut, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird die Mannschaft sicherlich stärken in die nächsten Aufgaben. Das ist meine Antwort. Die Szene mit Johannes Selin war irgendwo typisch für das Spiel, wie er sich da nach dem Ball wirft, dabei verletzt, quasi ja für die Mannschaft aufopfert. Habt ihr schon eine erste Diagnose oder wo hat er sich verletzt? Leider in den Oberschenkel hinten, im Hamstringbereich. Das wird morgen oder Montag erst richtig diagnostiziert, wenn wir da mit unserem ersten Team da genauer rüber schauen können. Das sieht leider nicht gut aus und macht für mich einen bitteren Beigeschmack, weil für mich das absolut das beste Heimspiel oder das beste Leistung von Johannes Selin ist, seit er in HC Erlangen spielt. Und das tut mich vor ihm persönlich sehr leid. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass er dieses Spiel ausgewählt hat, um seine normale Leistung zu bringen. Und von daher danke an ihm. Und er kriegt jetzt genug Zeit, um sich wieder fit zu kriegen. Adli, vielleicht auch ein, zwei Worte zu Jonas Tümmler, der eine stark aufsteigende Form hat momentan. Jonas hat heute, wie viele andere, er profitiert von dem Flow, die heute in dem Spiel war. Das war das erste Mal, wo wir sagen können, dass HC Erlangen im Angriff einen normalen Angriffsrhythmus hatte, wo wir nicht gestottert haben, wo wir nicht irgendwelchen zu lange überlegt, wo man sagen kann, dass da Automatismen aneinander gegriffen hat.
Und deshalb finde ich, dass ja, der Kreisläufer profitiert von klaren Abläufen, der profitiert auch von befreiten Spielweise, der befreit von Selbstvertrauen von anderen Spielern. Und das war heute was dann einfach ein Pass gesehen wird oder ein Kreislauf wird einfach gesehen, weil die Augen einfach oder die Sicht besser war als sonst. Hannes Ries, Handballwoche. Adli, ihr habt den Gegner dann auch körperlich müde gespielt. Das haben wir ja dann auch gesehen. Die kräftigen Innendecker waren nicht mehr in der Lage, die Wege zu gehen. Dadurch haben sich ja auch dann viele Räume für einen Kreisläufer ergeben. Bei Ihrem Gegner? Ich habe beim Gegner. Ne? Die Innendecker haben meines Erachtens dann nicht mehr die Wege gehen können. Dadurch haben sich für euch dann die nötigen Räume ergeben und für die letzten und entscheidenden Tore dann auch über den Kreis. Siehst du das ähnlich? Ja, wir haben einfach bestimmte Spielsituationen, wo wir diese Sachen spielen wollen. Und die waren oft da, aber dann hat diese letzte Pass, diese letzte Entscheidung vielleicht nicht getroffen. Und wir hatten heute maximal, und ich sage, wir machen 34 Tore. Wir machen ein überragendes Gegenstoßspiel. Wir haben ein sehr gutes Unterzahlspiel, was uns zuletzt Probleme bereitet hat. Wir haben im Angriff einfach sehr, sehr variabel gespielt und wir haben permanent neue Lösungen, neue Kreativität, neue Fantasien gefunden, um dem Gegner zu knacken. Und natürlich profitiert die ganze Mannschaft, wenn man die Torliste jetzt hier anguckt, dann sind sehr viele Leute, die dazu beigetragen haben, heute, dass das so gekommen ist. Und das spricht dann einfach von diesem allgemeinen Flow, den man im Handball oder in Sportpsychologie spricht, wenn eine Mannschaft sich wohlfühlt und die Dinge auf den Punkt spielen kann. Du hast ja ein pauschales Lob deiner Mannschaft ausgesprochen. Eines sollten wir vielleicht doch noch erwähnen. Gott sei Dank brauchen wir uns nicht zu sehr mit den Unparteiischen beschäftigen. Aber die Mannschaft hat sich nicht anstecken lassen in der Phase, wo wir alle von gewissen Benachteiligungen ausgegangen sind. Die haben sich gewehrt und das fand ich stark. Wir haben kollektiv zusammen aufgestanden und das passiert im Sport. Ich will nicht über Schiedsrichter sprechen. Klar sind da Sachen vielleicht, wo man unterschiedliche Meinungen ist, aber das ist auch kein einfaches Job für die. Das ist einfach so und ich möchte nicht tauschen, dass ein Schiedsrichter so sein. Das sind einfach so viele Entscheidungen in beide Richtungen. Man muss versuchen, Verständnis auch dafür haben, dass die Fehler machen. Das ist einfach so. Natürlich ist das emotional und man ist das nicht immer objektiv in solchen Phasen. Aber das waren trotzdem ein paar Sachen heute, wo man natürlich explodiert ist. Aber das gehört zu Sport. Und ich bin stolz, dass wir nicht geknickt sind oder irgendwie das uns gedämmt haben lassen. Wenn wir das so gefühlt haben, ob das war oder nicht, dass da ein paar Pfiffe gegen uns waren. Aber das spricht vor dem Geist der Mannschaft. Und deshalb war das ein Schritt in die richtige Richtung, was das betrifft. Und egal, ob das Thema war, ob das Phasen waren, wo wir 1, 2, 3 verworfene Bälle, ich weife es darauf hin, dass wir, glaube ich, jeden Abpraller heute bekommen haben. Dass wir fast jeden Ball gewonnen haben, was irgendwo am Kreis zwischen 6 und 9 Meter Raum liegt. Und das ist das erste Mal, dass ich das hier in Erlangen gesehen habe. Ja, gibt's noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen allen dann noch ein schönes Restwochenende. Ja.